Guten Tag! Abhängigkeit ist eine Sucht. Das wissen wir alle, egal was das ist: Alkohol, Drogen, Zigaretten. Auf jeden Fall sind wir alle irgendwie abhängig von etwas und manche Leute suchen neue Wege im Leben und versuchen unabhängig zu sein. Und die wollen nicht zum Arzt gehen. Weil wenn man einmal zum Arzt gegangen ist, ist man wieder abhängig von ihm. Dann sagt er, kommen Sie nochmal und nochmal. Und dann gucken wir, ob Sie da noch diese Entzündung im Auge haben. Dann gucken wir mal, ob Sie grauen Star haben. Und dann würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie den grauen Star operieren lassen. Und nach einer Woche, nach der Operation, kommen Sie wieder zu mir. Und dann gucken wir weiter. Also da entsteht sofort eine Abhängigkeit. Deswegen viele Leute wollen gar nicht zum Arzt gehen. Aber es gibt noch eine Abhängigkeit von anderen Menschen. Das ist ganz, ganz schlimm, dass man sich irgendwo da so verzwickelt hat und verrenkt hat in diese Situation mit jemandem, dass man da immer wieder abhängig ist. Von den Nachbarn zum Beispiel. Da hat man einmal Suppe gekocht, dann will man Quiche Lorraine machen und dann wieder will man Gulasch machen und dann ein Hühnchen und dann wieder Hühnerfrikassee. Immer irgendwas entsteht da zwischen den Menschen und da sind wir immer abhängig von den Nachbarn oder wie gesagt Chef, wer auch immer, Arzt, oder Anwalt, da fängt etwas so klein an und dann kommt zu einer großen Sache, zur Anklage, was auch immer. Da sind wir wieder auch abhängig von dem Anwalt. Deswegen muss man gucken, dass man so wenig wie möglich abhängig von anderen Menschen ist. Nur bei dem Löwen ist es so, dass der Löwe hängt leidenschaftlich an der Liebe und Anerkennung anderer, dass er praktisch zum allem bereit ist, um ihren Beifall zu bekommen. Und das ist ein Identitätsproblem. Der Löwe hat selten begriffen, dass die Erde von anderen Menschen noch bewohnt ist. Das begreift er nicht. Und alles, was er sagt, ist natürlich göttlich. Und da musst du gehorchen. Und auf der anderen Seite gibt er ja Befehle wie in den kolonialen Zeiten und auf der anderen Seite ist er so zahm und lieb und will Anerkennung haben. Das ist natürlich kein Herrscher in dem Sinne, aber er gibt und gibt und gibt den Leuten, aber von den anderen Leuten will er nichts haben. Das ist auch sein Stolz. Und deswegen ist es so schwierig, mit Löwen zu leben, weil du kaufst immer und willst ihm etwas geben und er nimmt das nicht an. Ich kenne Löwen, die meine Geschenke einfach zurückgegeben haben. Die haben gesagt, nein, danke, will ich nicht. Er ist der Geber. Ich bin doch der König, ne? Ich bin doch der Löwe. Und das ist alles so unberechenbar bei Löwen. Der ist so lieb und zahm und kuschelt und ist so nah zu dir. Und plötzlich, weil er unberechenbar ist, plötzlich kommt so eine Pfote. Und diese Pfote wird dich kratzen. Wie bei den Löwen halt, nicht? Wie bei manchen Katzen. Ja, deswegen ist es so schwierig mit den Löwen und ich muss eins sagen, der Löwe ist nicht so, wie er auftritt. Der Löwe ist wirklich eine sehr tragische Figur. Das ist halb Tier, halb Gott, aber trotzdem, der Löwe ist das menschlich gesehen das edelste und das tragischste aller Zeichen. Manchmal, wenn er Humor hat, viele Löwen haben Humor und können wirklich über sich lachen, das ist sehr schön, lacht er über sich selbst, aber man muss immer wissen, dass er
der Manipulator der Menschen ist. Und er hat immer Zepter in der Hand. Deswegen kannst du dann nichts mit ihm machen. Es gibt Menschen, die auch Menschen manipulieren wollen. Und andere Sternzeichen manipulieren auch sehr gerne. Habe ich schon erwähnt, ob das Zwilling ist oder auch Krebs. Und deswegen ist es unmöglich, mit dem Löwen so zusammenzuleben, weil du weißt, ich habe den doch nicht bei mir oder mit mir. Der Löwe hat sehr viele Probleme mit seinem Vater normalerweise, sucht auch oft Vaterfiguren auf der Welt. Deswegen man kann sehr gut bei Löwen beobachten, dass er mit älteren Männern zu tun hat, mit Männern, die klug sind, intelligent sind, dem auch etwas geben, das, was der Vater vielleicht nicht gegeben hat. Das sucht der Löwe sehr gerne bei anderen Männern, egal ob das Frau oder Mann ist. Männer suchen ältere Männer oder Frauen suchen oft auch ältere Männer. Und wenn man diese Beziehung sieht, versteht man nicht, warum. Aber leider ist das so, dass diese Beziehung zu dem Vater immer gestört ist und verlangt nach so einer Unterstützung und Anerkennung. Aber diese Anerkennung ist wieder gegenseitig. Der Löwe braucht auch von diesem älteren Mann auch Anerkennung und er will diesem Mann auch Anerkennung geben. Deswegen, diese Beziehungen sind immer sehr, sehr schwierig. Auf jeden Fall, der Löwe sucht immer, habe ich schon gesagt, das ist ein Identitätsproblem, der Löwe sucht immer die Antwort, was bin ich, was ist überhaupt der Sinn des Lebens, wozu bin ich hier und was kann ich noch erreichen. Er will immer etwas erreichen und das muss groß, übergroß sein. Also ein Stück Megalomanie ist auf jeden Fall immer dabei bei den Löwen. Alles muss so groß sein, wie bei Versace. Schöne Gemälde, Medusa, alles wunderschön überzeichnet. Aber für heute ist die Zeit wirklich um.